immer. So, nun ist die Zeit dran. Es waren alle politischen Fraktionen des Landtages informiert. Ich habe persönlich darum gebeten, die Bereitschaft zu zeigen und eigentlich auch aus Eigeninteresse, schlussendlich sind ja Wahlen, davon abgesehen mal, hier zu erscheinen. Ich habe Ihnen einen freundlichen Empfang zugesichert, eine sachliche Behandlung, ja, und auch ein Podium vor den Menschen. Ich weiß nicht, was jetzt alles da ist. Ich sehe weder die SPD, doch da hinten ist eine rote Jacke, nee, das ist eine Ordnerin. Das ist aber schade. Nein, der ist leider erkrankt. Es gibt einen stellvertretenden Fraktionschef. Ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen, ich habe in sein Büro angerufen. Hat leider keinen Rückruf bekommen. Schade. Ähnliches, ich nehme an, ist jemand von der CDU da? Kann sich ruhig melden, braucht sich nicht schämen. Oh? Nein, niemand. Also, auch von dieser Fraktion ist niemand aus dem Hohen Hause herausgekommen. Auch die Linken. Na, wir wollen doch Demokraten sein. Wenn, dann wollen wir alle miteinander reden und wollen hören, was die anderen zu sagen haben und darüber nachdenken und dann sagen wir, was wir zu sagen haben. So wollen wir es machen. Na. Nein, Foto kommt nicht ans Fenster. Das sei mal dahin. Jedenfalls waren sie alle eingeladen. Ja. Bei den Grünen, ehrlich gesagt, ist mir niemand eingefallen, an den ich mich wenden kann. Ja. Ich kann mich nur an den kleinen Massentierhalter erinnern, der in Jena auf der Bauerndemo gesprochen hat, wo sich hinterher herausgestellt hat, der ist Imker. Ja, dann habe ich noch versucht, Kontakt aufzunehmen, das bedauere ich sehr, mit der FDP. Der Herr Kemmerich hatte eigentlich zugesagt. War er da? Ja, aber leider nicht zum Sprechen. Aber gut, das Bad in der Menge tut so einer Partei mit 4,5% auch mal gut. Ja? Was ich jetzt sehe, ist eine größere Delegation der AfD. Das ist der blanke Hörgelenktest. Ist eine größere Delegation der AfD. Und da wir Demokraten sind, egal ob Sympathie oder keine, wollen wir das so machen, dass alle gewählten Parteien dieselbe Plattform haben. Und da würde ich sagen, es ist so, wie es ist. Und das ist auch in Ordnung so. Wenn von der AfD jemand hier vorkommen will, kann das gerne passieren. Hallo, ich begrüße Sie. Ja, ich würde Ihnen das Wort übergeben. Ich freue mich auf Ihre Rede, würde Ihnen gerne hinterher noch ein paar Fragen stellen. Und dann werden wir mal sehen, was rauskommt, ob es einen Karton kriegen in eine Weste oder ob es Beifall gibt. Okay? Vielen Dank, lieber Lutz Lüttich. Herzlich willkommen auch in meinem Namen. Liebe Landwirte, liebe Spediteure, liebe Handwerker, liebe freie ziehende Bürger. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Herzlich willkommen. Ich halte eine Stegreifrede, ich habe also keine Rede vorbereitet, man sehe es mir nach, aber natürlich bin ich in Gedanken bei den Landwirten, ich bin in Gedanken bei den Handwerkern, bei den Spediteuren. Wir machen uns ja viele Gedanken, wie es besser werden könnte, und wir haben Lösungsvorschläge für die Probleme im Land. Und klar ist auch, mit kleinen Reformchen ist es nicht getan. Dieses Land steckt tief im Schlamassel. Dieses Land steht kurz davor, vollständig vor die Wand gefahren zu werden. Dieses Land braucht grundsätzliche Reformen, damit wir es wieder flott kriegen. Sowohl als Demokratie als auch als Volkswirtschaft. Und das wollen wir und das müssen wir jetzt anpacken. Deswegen danke, dass ihr dieses Zeichen hier vor dem Thüringer Landtag setzt, als mündige Bürger aufrütteln wollt, uns aufwecken wollt. Und ich muss sagen, ich bedauere es, dass die Kollegen von den anderen Fraktionen nicht hier waren, dass ich hier mehr oder weniger als Einziger stehe. Das ist eben keine gute demokratische Gepflogenheit, die gelebt wird. Aber ich bin froh, hier reden zu dürfen. Vielen Dank dafür.
Und ich bin jetzt mal, obwohl ich eigentlich jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich auch eigentlich ein sehr bescheidener Mensch bin und gar nicht das, was die Medien aus mir gemacht haben. Die Umzugskartons, lieber Lüttich, die nehme ich gerne mit, aber die brauchen wir wahrscheinlich nach dem 1. September 2024 nicht, um auszuziehen, sondern um mit verstärkter Mannschaft dort reinzuziehen. Und das wird gut für dieses Land sein. Und mir ist das auch sehr nahe gegangen, was der Landwirt gerade hier aus seiner Praxis berichtet hat. Und es ist immer wichtig, den Blick zu weiten, die kleine Lage in die große Lage einzubetten, zu erkennen, dass mein kleines Leben, das ich hier führe, beeinflusst wird von großen Entscheidungen, die auf Bundesebene, auf Europaebene, auf Weltebene, ja, von Großkopferten betrieben werden und in die Tat umgesetzt werden. Und die Ukraine wurde genannt als Staat. Und das ist wichtig, dass wir die Ukraine auch mal als Landwirt und als Bauern in den Blick nehmen. Denn in der Ukraine gab es Anfang des Jahrtausends noch eine politische Führung, die hat per Gesetz verboten, dass die 30 Millionen Hektar ukrainische Schwarzerde, ihr wisst, die Ukraine ist das fruchtbarste Land Europas, die Hälfte der fruchtbaren Schwarzerde liegt in der Ukraine, dass die nicht an Großinvestoren verkauft werden dürfte. Und dann machte sich der IWF, die Weltbank, die Europäische Aufbaubank und andere Wühlinstitutionen, die ihr alle kennt, auf den Weg und hat in der Ukraine Wühlarbeit betrieben, hat die ukrainische Regierung unter Druck gesetzt und jetzt nach einigen Putsche in der Ukraine und nach politischen Veränderungen, nach System-Change-Prozessen in der Ukraine ist es so, dass ein überwiegender Teil dieser 30 Millionen Hektar Schwarzerde heute im Besitz von Monsanto, Vanguard und den anderen großen Investmentgesellschaften der Amerikaner, wie beispielsweise BlackRock und anderen, sind. Das heißt, dieses Land ist systematisch ausverkauft worden, dieses Land ist systematisch globalisiert worden. Und diese Entwicklung, die soll jetzt auch in Deutschland Fuß fassen. Das müssen wir verhindern. Deutschland und Mitteleuropa werden mit Billigimporten aus der Ukraine geschwemmt, weil die zu Bedingungen produzieren können, zu denen unsere Landwirte nicht produzieren können. Dort sind Unternehmen, landwirtschaftliche Agrarunternehmen, viele 10.000 Hektar groß. Dagegen sind sogar unsere Großbetriebe nur landwirtschaftliche Zwerge. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Die Böden sind noch fruchtbarer. Sie überschwemmen uns. Dann noch ohne Schutzzelle werden diese Importe nach Deutschland gelassen. Und da sind unsere Landwirte nicht mehr konkurrenzfähig. Und das gilt es zu verhindern. Denn, und das ist eben auch zum Ausdruck gebracht worden, liebe Freunde, die Ernährungsgrundlage ist das A und O und die Selbstversorgungsquote Deutschlands in verschiedenen Bereichen der Lebensmittelproduktion ist schon sehr stark gesunken in den letzten Jahren. Und diese schlechte Entwicklung muss gestoppt werden. Ein Land, das souverän sein will, das muss sich auch selbstständig mit Nahrungsmitteln versorgen können. Wir können nicht die, und das sage ich das für die Landwirtschaft, wir können nicht die Dumpingpreise einer globalisierten Welt mitgehen, weil in anderen Ländern der Welt zu anderen Konditionen produziert wird, weil die Sozialstandards niedriger sind, weil die ökologischen Standards niedriger sind. Aber eine deutsche Politik, die das Beste für ihr Land wollte, die gibt es im Augenblick leider nicht, jedenfalls nicht in Regierungsverantwortung. In der Opposition gibt es sie mittlerweile schon. Die wird dafür sorgen, dass die Landwirtschaft geschützt ist. Natürlich arbeiten Landwirte als Unternehmer. Und wir wollen, dass Unternehmer, egal ob sie in der Landwirtschaft tätig sind oder in anderen Bereichen, frei operieren können, möglichst frei und möglichst mit wenig Bürokratie nur belastet sind. Aber natürlich ist die Landwirtschaft ein besonderes Unternehmen. Wetterunbilde können eine Ernte vernichten. Das gilt es zu bedenken. Und natürlich haben landwirtschaftliche Betriebe ganz unterschiedliche Voraussetzungen. In der Magdeburger Börde sind die Böden ganz anderer Qualität als beispielsweise im Thüringer Schiefergebirge. Das kann man nicht vergleichen und trotzdem muss überall Landwirtschaft betrieben werden, weil Landwirtschaft auch ein Teil Kulturpflege ist, weil Landwirtschaft auch aktiver Umweltschutz ist. Und deswegen brauchen wir Landwirtschaft in allen Teilen des Freistaats Thüringen.
einfach von Anfang bis Ende, also der Interview noch. Und das bedeutet, dass wir als Staat auch eine Grundsicherung betreiben müssen. Aber nicht über die EU, die mit dem Gießkannenprinzip operiert. Nicht mit einer überbordenden Bürokratie. Es muss eine Grundzuverlässigkeit geben für die Landwirte, dass sie auch in schwierigen Jahren über die Runden kommen. Geld ist da, liebe Freunde. Das möchte ich an der Stelle auch mal deutlich sagen. Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland hat kein Einnahmeproblem. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein Ausgabeproblem. Die Einsparung der Ampelregierung durch die Streichung des Agrardiesels, durch die Streichung der Agrar-Kfz-Steuerreduktion oder des Erlasses war in Summe ein Wert von 900 Millionen Euro. 900 Millionen Euro. Während gleichzeitig beispielsweise in der Entwicklungshilfe im letzten Jahr über alle Haushaltstitel des Bundeshaushaltes hinweg 60 Milliarden Euro eingestellt waren. Wir geben 60 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe aus. Und versteht mich nicht falsch, es gibt sinnvolle Entwicklungshilfe. Und die würde auch in Zukunft weiter beibehalten werden, wenn andere politische Verhältnisse im Land hier dominieren. Aber Radwege in Peru, energetische Gebäudesanierung in Ulaanbaatar und Genderprojekte in Afrika darf es in Zukunft nicht mehr geben, wenn dafür unsere Landwirte leiden müssen. Wir reden Hilfe in meinem Land. Hilfe! Wir können eine Minute noch, wenn die Rede vorbei ist, ja? Wir brauchen in allen Bereichen grundsätzliche Wenden. Liebe Freunde, wir müssen uns auch ehrlich machen. In jedem anderen Land der Welt wäre das die Maxime der regierenden Politik. Die Interessen des eigenen Landes sind in den Mittelpunkt zu stellen. Wir brauchen keine Weltbeglückungspolitik, wir brauchen keine wertorientierte Außenpolitik, sondern die Interessen Deutschlands und Thüringen müssen definiert werden und dann auch durchgesetzt werden. Da müssen wir hinkommen. Was sind die großen Veränderungen, die wir anstoßen müssen? Einige Vorredner sind schon darauf eingegangen. Freunde, wir brauchen Frieden mit Russland. Und das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Ich nehme auch kein Blatt vor den Mund. Ihr wisst, ich werde überzogen mit politischen Strafprozessen. Alle werden eingeleitet wegen angeblicher Meinungsdelikte. Meinungsdelikte dürfte es in der Demokratie gar nicht geben, denn die Meinungsfreiheit ist das zentrale Recht in einer Demokratie. Ich leide an diesem Krieg in Russland. Ich sehe hunderttausende junge Männer, 17, 18, 19 Jahre alt, die ihr Leben nicht ansatzweise gelebt haben, die noch keine Familien gründen konnten, die entweder tot sind oder zu Krüppeln zerschossen worden sind. Was für eine Schande für die, die das zu verantworten haben. Was für eine Schande. Und ich orte das jetzt auch mal klar ein. Auf der ersten Ebene ist dieser Krieg ein Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Auf der zweiten Ebene ist dieser Krieg ein Stellvertreterkrieg der USA aus hegemonalen Interessen gegen die Russische Föderation. Und auf der dritten Ebene ist dieser Krieg ein Wirtschaftskrieg der USA gegen Europa bzw. gegen Deutschland. An der Stelle sage ich ganz deutlich, US-amerikanische hegemonale Interessen sind nicht deutsche Interessen. Wir müssen deutsche Interessen definieren, das heißt, raus aus diesem Krieg, beziehungsweise wir müssen uns daran erinnern, welchen Schwur unsere Vorfahren 1949 an der Wiege des Grundgesetzes geleistet haben. Und dieser Schwur lautete, von deutschem Boden soll nie wieder Krieg, sondern nur noch Frieden ausgehen. Und das ist
für uns ökonomisch auch sinnvoll. Dieser Krieg hat uns indirekt und direkt in den letzten 2 Jahren bereits 200 Milliarden Euro gekostet. Was hätte man mit diesem Geld alles an Wohltaten in Deutschland und in Thüringen auf den Weg bringen können? 200 Milliarden Euro. Wir brauchen, und der russische Botschafter hat erst vor kurzem dieses Angebot unterbreitet, wir brauchen wieder russisches Pipeline-Gas. Dieses russische Pipeline-Gas wird die Energiepreise in Deutschland massiv senken. Und das entlastet auch die Spediteure, das entlastet die Landwirtschaft und das entlastet jeden einzelnen Verbraucher. Und diese Entlastung brauchen wir so schnell wie möglich. Und ich sage auch Nein zu dieser Energiewende. Diese Energiewende ist Hokuspokus, liebe Freunde. Während in China 300 neue Kohlekraftwerke gebaut werden, schließen wir unsere letzten grundlastfähigen Kraftwerke, egal ob das die Kohlekraftwerke sind oder die Kernkraftwerke, die wir noch hatten, die drei, die jetzt auch weg sind. Allein diese drei Kernkraftwerke, die sicher und sauber Energie produziert haben, wieder ins Netz zu bekommen, würde wiederum die Energiekosten in den Keller bringen. Und da müssen wir hin. Diese Energiewende ist kein Naturschutzprojekt. Diese Energiewende ist kein Umweltschutzprojekt. Sie ist das Gegenteil. Sie ist mit ihren Strommasten, mit ihren großen Leitungen, mit ihren Solarparks, mit ihren Windmühlen, die unsere Landschaft zerstören, Naturzerstörung pur und muss beendet werden. Natürlich sind wir naturverliebt, natürlich sind wir heimatverbunden und deswegen auch naturverliebt. Aber das ist kein Naturschutz. Wir brauchen eine sichere, saubere und günstige Energieversorgung. Und der deutsche Sonderweg, der muss verlassen werden, den die anderen Parteien für uns vorgesehen haben. Wir müssen zurück zur Normalität. Das Geld, was hier verdient ist, muss vor allen Dingen im Land bleiben. Ich könnte noch viel sagen, wo man einsparen kann. Wo man einsparen kann, ob das die Migrationspolitik ist, die uns 50 Milliarden jedes Jahr kostet, Zuwanderung, die uns nichts nützt, sondern die in unsere Sozialsysteme eingeleitet wird. Auch das ist Geld, das zur Verfügung stände, wenn wir eine Politik machen würden, die in anderen Ländern auch betrieben werden. Freunde, zum Schluss will ich noch ein einziges Thema noch mal prominent ausgesprochen haben. Wir sind heute da im Namen der Demokratie. Wir sind heute da auch im Namen der Freiheit, weil Demokratie und Freiheit in Deutschland bedroht sind. Sie sind bedroht dadurch, dass das Volk nicht beteiligt ist an politischen Prozessen, dass das Volk systematisch von wichtigen Entscheidungen abgehalten und ferngehalten wird. Wir brauchen, um die Demokratie wieder flott zu bekommen und um den überbordenden Parteienstaat zurückzudrängen, Volksabstimmung auf Bundesebene und zwar sofort. Wir brauchen die Wiederherstellung der Gewaltenteilung. Die Parteien haben einen Raubzug durch den Staat angetreten, sie haben sich die Gewalten untertan gemacht. Und wir brauchen auch keine steuerfinanzierte Zivilgesellschaft, die Milliarden kostet und die Volk simuliert, aber nur ein politischer Vorfeldverein der Altparteien ist. Wir brauchen wirkliche Volkssouveränität. Und das bedeutet, wir müssen als Volk mündig auftreten, das Recht auf Meinungsfreiheit wieder in Kraft setzen und wieder in Wirksamkeit setzen. Das ist das Allerwichtigste. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass ihr heute hier seid. Schön, dass wir zusammen sind. Schön, dass wir ein Stück Gemeinschaft leben. Ja zur Freiheit, ja zur Demokratie, ja zur Meinungsfreiheit. Wir stehen zusammen, wir stehen an eurer Seite. Vielen Dank fürs Kommen. Macht's schön gut. Ich habe noch mal ein kleines Mädel in der Schule. Die bringe ich jeden Tag 8 in die Schule und hole kurz vor 12 wieder ab. Das war's. Und freitags 11, da ist dann praktisch Gleitzeit oder so ähnlich. Und das ist meine erste Frage an Sie. Was würden Sie da tun? Ja, wichtige Frage, die kann man aber tatsächlich nicht kurz beantworten. Und lieber Lüttich, ich will auch weg davon, weil das die Konkurrenz immer so gerne macht, immer an den Symptomen herumzudoktern. Der Lehrermangel ist ein Symptom, an das wir sicherlich ran müssen. Aber das Bildungsproblem in Deutschland, das hat eine viel längere und eine viel tiefere Ursache. Das hat damit zu tun, dass Schule nicht mehr funktioniert. Ich war 15 Jahre Lehrer.
an verschiedenen Schulen. Schule funktioniert nicht mehr, das hat verschiedene Gründe. Erstens, vor allen Dingen, weil es kaum noch intakte Familien gibt. Aber Kinder lernen in Familien auch eine positive Gruppenfähigkeit, lernen dort auch, wenn sie Geschwister haben, sich auch mal unterzuordnen, sich einzupassen. Ohne diese Gruppenfähigkeit funktioniert kein Unterricht in staatlichen Schulen und im Klassenraum. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass es früher so war, dass die Schüler Respekt vor ihren Lehrern hatten. Heute ist es so, dass die Lehrer Angst vor ihren Schülern haben. Wir brauchen Lehrer, die eine positive Autorität ausstrahlen, die Fachleute in ihrem Fach sind, die ihr Fach lieben und mit Leidenschaft auch vertreten und auch an denen sich die Schüler auch orientieren können. Also starke Lehrer, das ist das, was wir brauchen, die auch den Mut haben, Widerstand zu zeigen gegen einen deformierten Zeitgeist. Das dritte große Problem, was auch in Thüringen immer weiter Raum greift, das ist einfach, dass wir keine gemeinsame Unterrichtssprache mehr haben. Gehen wir mal in die großen Städte im Westen, da gibt es ja kaum noch die Möglichkeit, in einer Unterrichtssprache Bildungsinhalte zu vermitteln. Wo es aber keine gemeinsame Unterrichtssprache mehr gibt, da gibt es auch keinen effizienten und effektiven Unterrichtsgang mehr. Und dann hat man solche Ergebnisse, wie beispielsweise die jüngste PISA-Studie. Das ist eine weitere wichtige Ursache. Und zum Lehrerbedarf, also das sind gesamtgesellschaftliche Ursachen. Und man sagt immer so schön, gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Und am Zustand unserer Schulen kann man eigentlich ablesen, dass unsere Gesellschaft ziemlich krank ist, was auch mit einem Werteverfall zu tun hat. Und ja, das möchte ich auch noch betonen, wir brauchen positive Sekundärtugenden. Früher hat man das die preußischen Tugenden genannt, darf man heute ja gar nicht mehr. Ich nenne das aber immer noch die preußischen Tugenden. Ordnungssinn, Disziplin, Leistungsbereitschaft, ja natürlich, ohne die geht's nicht. Die haben uns groß gemacht, die müssen von den Lehrern wieder eingefordert werden, selbst gelebt werden und vor allen Dingen von der politischen Klasse selbst gelebt werden. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass viele in der politischen Klasse eigentlich Taugenichte sind, die nichts gelernt haben und deswegen als Vorbild nicht taugen. Ich muss mich jetzt mal vor der Musik aufbringen. Also, da gibt es keine schnellen Lösungen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, dann haben wir auch wieder gute Schulen in Deutschland. Den Lehrerbedarf, den müssen wir dadurch decken, dass der Lehrerberuf wieder attraktiver wird. Es gibt viele Lehrer, die verlassen, ausgebrannt den Job, weil sie nicht mehr können, weil sie mit der Disziplinlosigkeit nicht mehr zurechtkommen, weil sie mit ständig neuen Ideologieprojekten, Inklusion und so weiter nicht mehr zurechtkommen. Die Kollegen sind ausgebrannt, der Beruf muss attraktiver werden. Die Lehrer müssen von Verwaltungsaufgaben entlastet werden, müssen sich wieder auf das Kerngeschäft, nämlich das Unterrichten unserer Kinder, konzentrieren können. Das sind Ansätze, die wir vertreten. Ansonsten müssen wir auch daran denken, um kurzfristig Linderung zu schaffen für junge Absolventen, die in Gebieten sich einsetzen lassen, die nicht so attraktiv sind, auch eine Zulage zu zahlen. Das geht auch in der heutigen Zeit manchmal nur über Geld. Es gibt Maßnahmen, die man ergreifen kann, um den Lehrerberuf wieder attraktiver zu machen. Aber abschließend, nichts ist so gut planbar wie der Lehrerbedarf. Denn die Kinder, die heute geboren werden, die kommen in 6 Jahren in die Schule. Und das ist genau der Zeitraum, den man braucht, um einen Lehrer durch ein Studium zu kriegen mit anschließendem Referendariat. Also, dieser Lehrermangel ist auch ein Beleg für das Versagen derer, die leider am Augenblick an den Hebel der Macht sind. Danke für die klare Antwort. Vielleicht noch eine zweite Frage hinterher, so leicht lassen wir nicht weg, weil es geht immer noch die Frage mit dem Karton. Was würden Sie tun, um den drohenden Ausverkauf der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Deutschland, der ja schon im Gang ist, ja, vergleichbar mit dem Modell, was Richtung Osten passiert, zu verhindern oder zumindest den Versuch zu starten, dem entgegenzutreten? Ich sehe das bei mir, da wo ich herkomme, im Umkreis des Hermsdorfer Kreuzes in den letzten 2 Jahren mehrere große Agrarbetriebe geschlossen. Das geht ganz, ganz einfach, die Kleinsterben alle leise. Dann haben die paar Kühe, die da sind, aufgeladen, die Trecker werden fortgekarrt. Und dann wird die Fläche verkauft und die Objekte, die Immobilien bleiben stehen. Punkt. Ja, ich habe es in meiner Rede ja schon angedeutet. Wir haben im Blick auf das, was wir die Globalisierung der Landwirtschaft nennen, und wir haben ja das Bekenntnis abgelegt, dass die Nahrungsmittelversorgung im Land gesichert sein muss und bleiben muss. Und
so groß meine Zuneigung auch zur Marktwirtschaft ist, ich bin ein Befürworter der sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft bedeutet aber nach Ludwig Erhard auch die Gemeinwohlorientierung, die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums. Das heißt, Boden ist eben was anderes als andere Produktionsfaktoren. Ohne Boden keine Nahrungsmittel, ohne Nahrungsmittel kein Leben. Und da muss der Staat im Zweifel dann auch die Hand drauf haben. Ob man das durch ein Vorkaufsrecht macht, das diskutiert wird für die nähere Umgebung, also für andere Landwirte, die dann so ein Betrieb vielleicht noch übernehmen können, oder durch andere Schutzmaßnahmen. Aber in dem Bereich, muss ich sagen, hat der Staat eine Fürsorgepflicht, eine Schutzpflicht und muss überlegen, wie er dem Ausverkauf des eigenen Landes durch internationale Kapitaljäger, durch Heuschrecken, wie das mal ein Konkurrenzpolitiker genannt hat, verhindert. Das muss allerdings auf Bundesebene geregelt werden. Das können wir in Thüringen leider nicht regeln. Wir können hier in Thüringen vor allen Dingen versuchen, durch ein Vorkaufsrecht zu versuchen, dass das Land in den Händen der bleiben, die weiter in Betrieb sind, die weiter in Landwirtschaft betreiben, um diese Flächen dann zu übernehmen. Ich würde mich bedanken im Namen aller Zuhörer. Es war inhaltsreich, interessant und nicht anders als ich erwartet habe. Ich bin mal gespannt, was die Tagespresse daraus macht. Eine gute Zeit. Tag, Herr Höcke, haben Sie vielleicht noch eine Minute für mich? Eine Minute. So, können wir uns kurz hier ein bisschen grün stellen, hier so laut üben? Oh. Ich würde deswegen nochmal schauen, ist denn mittlerweile. So, wie kommt es, dass Sie der einzige Fraktionsführer des Thüringer Landtags sind, der sich hier vor die Menschen traut, kann man ja fast sagen? Ja, ich glaube, die Wut der Menschen ist groß. Sie ist natürlich auch völlig berechtigt. Ich bin immer froh, wenn die Bürger sich zu Wort melden, wenn die Bürger den Mut haben, auf die Straße zu gehen, um für ihre Anliegen zu streiten. Und der Thüringer Landtag ist der richtige Platz, weil hier Volksvertreter eigentlich tagen, auch wenn man das Gefühl hat, dass außer der AfD hier kaum noch Vertreter des Volkes zu finden sind, sondern eher Vertreter, die gegen das Volk Politik machen. Deswegen war es mir heute ein Anliegen. Heute waren Bauern, Spediteure, Handwerker, freiheitliche Bürger hier versammelt und haben hier lautstark auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Ja, und die anderen Politiker, die spüren wohl, dass die Sympathie des Volkes ihnen so langsam abhanden kommt, trotz des Druckes, den sie erzeugen und ihre Medien. Und für mich ist es wichtig, weil jeder weiß, ich bin ein volkstümlicher Politiker. Ich bin immer da, wo das Volk ist. Ich bin bei zahlreichen Spaziergängen in den letzten Jahren unterwegs gewesen im Rahmen der Corona-Proteste. Und ich höre mir auch immer gerne an, was die Menschen zu berichten haben, welche Sorgen und Nöte sie haben. Und deswegen bin ich da, wo das Volk ist. Und das war mir heute ein Herzensanliegen, hier zu sein. Demokratie lebt ja vom Dialog. Das müsste ja eigentlich jeder Politiker ein Interesse haben, da auf der Bühne zu stehen und mit den Bürgern, die Probleme haben, zu reden. Ja? Und dann sind sie der Einzige. Ja, das geht doch einfach nicht in einer Demokratie, meiner Meinung nach. Ja, und wie gesagt, ich habe ja auch deutlich betont, wir sind nicht im Besitz des Steins des Weisens. Wir haben aber ganz andere Lösungsvorschläge als die Altparteien, die ja alle mit einem Wort sprechen, allen Politikfeldern, und alle erkennen, ein Weiter so gibt es nicht. Und was wir fordern, ist ja nur, dass wir endlich offen über die Problemlage reden, ohne Tabus, ohne politische Korrektheit, und dass wir versuchen, wirklich die beste Lösung für die Zukunft hier nochmal auf den Weg zu bringen. Und ich denke, die AfD hat letztlich die richtige Antwort. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Es stand im Publikum eine Frau mit einer AfD-Flagge, die geschwenkt wurde. Dann kam auch die Polizei, die durfte das nicht. Sie wurde dann eben wahrscheinlich ermahnt, die wegzuräumen. Was sagen Sie dazu? Was das Privateigentum betrifft. Ja, die Organisatoren, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, haben ganz bewusst keine Parteiveranstaltung gemacht, sondern wollten eine möglichst große Offenheit, hatten jetzt die Fraktionsvorsitzenden eingeladen, der im Landtag vertretenen Parteien, aber ansonsten sollte es keine Parteiveranstaltung sein, und das hat man im Vorfeld auch so kommuniziert, dass man keine Parteisymbolik haben wollte. Also, ich kann das verstehen,
es gibt mittlerweile viele Bürger, die haben auch eine große Antipathie gegen Parteien, was man verstehen kann, weil dieser Staat ein Raub der Parteien geworden ist. Und die ja auch immer sagen, der Einfluss der Parteien muss massiv zurückgedrängt werden. Und um vielleicht eine größtmögliche Kontaktfläche aus normalen Bürgern zu haben, der diese Antipathie mittlerweile hat, haben die Organisatoren auch darauf verzichtet, Parteisymbolik zuzulassen. Und wie gesagt, ich kann das verstehen, das völlig nicht. Also liegt es nicht an der AfD, sondern allgemein an Parteien, dass sie hier unerwünscht werden bei dieser Veranstaltung. Genau. Letzte Frage von mir. Ich habe mit einem zufälligen Passanten gesprochen, der meinte, dass er generell die Bauernproteste unterstützt. Er hatte nur Angst davon, dass es Trittbrettfahrer dann ausnutzen würde. Und da fiel dann auch das Thema AfD. Was würden Sie dem vielleicht ganz gern sagen? AfD hat als einzige wirkliche Alternative im Bereich der Landwirtschaft hier vorgelegt. Also als Partei, die wirklich relevant ist. Es gibt sicherlich Splitterparteien, die auch ganz gute Ideen haben. Aber machen wir uns nichts vor, die AfD ist die große Schwungmasse gegen das Altparteienkartell, gegen das bunte Kartell. Und wir müssen jetzt einfach erfolgreich sein in den Ostwahlen. Das wird ganz, ganz bedeutsam sein für ganz Deutschland. Und wer da noch rummäkelt, dass die AfD auch mal eine Chance haben sollte, der hat den Schuss anscheinend nicht gehört. Alles klar, das war's von mir. Möchten Sie noch was loswerden, Herr Höcke? Nein, schön, dass Sie wieder da sind. Immer, Sie sind immer da, wo die Aktion ist und das Volk ist. Also vielen Dank auch für Ihren Einsatz. Beste Grüße. Dankeschön, alles Gute.